herzlich willkommen. Servus. Sandra, schön, dass du uns mal besuchst, weil es ist so, wir kriegen unheimlich viel Post hier und es gibt auch unheimlich viele Briefe, da steht drin, Sandra muss unbedingt mal kommen. Ich habe hier einen von der Monique aus Grabenau in Mecklenburg-Vorpommern, da steht drin, unter anderem, könnte nicht einmal Sandra als Popstar singen lassen, es gibt ja sehr viele Fans von ihr und ich bin einer von ihr. Und dann hat sie noch zwei Fragen, die ich dir stellen soll, wenn du mal kommst. Jetzt bist du klar. Hier? Ja? Okay, also die erste Frage, was macht Sandra, wenn sie nicht gerade singt? Sandra, was machst du, wenn du nicht gerade singst? Naja, wenn ich nicht gerade singe, dann heißt es für mich, dass ich also Freizeit habe, dass ich zu Hause mich mit meinen Tieren beschäftigen kann. Ich habe also zwei Hunde, drei Katzen. Süß. Und gehe mit meinen Hunden am Strand spazieren und. Mhm. Habe auch ein Pferd. Arcadius heißt er, das ist ein Trakehner, ein Wallach. Schön. Die zweite Frage wäre, was wärst du geworden, wenn du nicht gerade Popstar geworden wärst? Ich glaube Ballerina. Ballerina? Ja. Wie kommst du darauf? Ich habe als Vierjährige angefangen, klassisches Ballett zu tanzen. Mhm. Und habe also da eigentlich meine Bühnenerfahrung her. Und für mich war immer klar, also entweder Sängerin oder Ballerina, irgendwas, was auf jeden Fall mit der Bühne zu tun hat. Okay, jetzt noch eine Frage. Weißt du, was im nächsten Disney-Club kommt? Nee. Nein. Kannst du nicht wissen? Nee. Deswegen zeigen wir es euch. Nämlich die Zwillinge Alice und Ellen Kessler zu Gast. Ja, außerdem ist nächste Woche ja Ostern und dazu passend haben wir ein Spiel vorbereitet. Musik haben wir logischerweise auch. Nächste Woche dann die Rubinis aus Italien, aber jetzt aus Deutschland. Sandra, don't be aggressive.
Danke, Sandra. Wir müssen jetzt leider los. Ja, wir müssen jetzt unser Flugzeug erreichen Richtung Paris, weil heute Abend gibt es die große Gala zur Eröffnung des Euro-Disney-Parks in Paris. Und da sind wir dabei. Ja, und morgen früh seht ihr uns wieder zu dritt, live dann von der Eröffnung.